Mehr als 1 Million Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. In den USA ist damit ein neuer weltweiter Höchstwert erreicht worden. Bereits vor einigen Tagen hatte der bekannte Virologe Anthony Fauci gesagt, die Kurve der Neuinfektionen verlaufe derzeit fast senkrecht. In den USA breitet sich derzeit die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus in rasantem Tempo aus, ähnlich wie in Europa. Die hohe Zahl der Infizierten oder unter Quarantäne stehenden Angestellten führt seit Tagen zu Ausfällen im US-Flugverkehr.